Da sind automatische Schussanlagen. Warum haben die nicht auf uns geschossen? Sind waren die in einem anderen Raum? Waren bestimmt verbuggt oder so. Nun. Marco streamt dann von 23 bis 2 Uhr noch Tomb Raider. Nein. Leider nein. Leider nein. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich nein sage. Marco muss morgen früh Silent Hill 4 aufnehmen. Verdonnert worden. Nein. Warum? Da. Laufsteg. Also irgendwie scheint ja jetzt, also in der Spiellogik, muss ja jetzt irgendwie was, ein Weg frei geworden sein, ja, dadurch, dass diese komischen Schussanlagen nicht mehr vorhanden. Leider ist Vorsicht, zum Ersatz, nicht, dass sie da durchbackt. Ja, leider ist zum Ersatz ein anderer Weg weg. Also wie gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Es geht jetzt nicht mehr. Doch so. Doch so. Ja, Würfel, Toni. Dreierlei. Dreierlei. Eine Frage aus Genial daneben. Ja, habe ich auch schon alles vorbereitet. Einfach mal runterscrollen. Mit zwei Fingerlanz. Marco lernt was Mac. Ist eine Lanzenrosette? Eine Lanzenrosette ist eine Rosette, die so geformt, also ein Popoloch, das so geformt ist, dass eine Lanze durchpasst. Das heißt, das Loch wird immer größer, weil die Lanze wird ja auch immer breiter. Ich glaube, eine Lanze. Was ist deine Idee? Eine Lanzenrosette ist aus Wetten das. Amen. Was? Warum? Egal. Was ist es denn? Hallo Lurch-Senpai. Das ist eine Zimmerpflanze. Analgewächs mit rottig angeordneten. Nein, Ananasgewächs mit rottig angeordneten Blättern. Was ist denn rottig? Ich weiß es nicht. Reich mir mal den Rottig rüber. Und die Blüte senkrecht, wie eine Lanze aus diesen Blättern herauswächst. Ja, eine Pflanze. Das ist aber langweilig jetzt. Lanzweilig. Lenzweilig. Hallo, Lexi, langweiligten. Nein, du bist nicht langweilig. Das war gerade nur ein Wortwitz. Ein Analgewächs. Ja, das ist, wenn man die Kartoffel da drin vergisst. Dann. Ach nee. Also ich habe mal von einem Fall gelesen, wo jemand das wirklich passiert ist und der dann innere Blutungen warte hatte. Warte mal, jemand hat eine Kartoffel versehentlich in seinem Arsch vergessen. Nee, ich glaube, es war nicht der Hintern, sondern es war der Geburtskanal. Und dann hatte die, es war dann offensichtlich eine sie, eine innere Blutung davon, weil die Pflanze da, also die Kartoffel ausgetrieben hat. Sie hat sich eine Kartoffel in den Geburtskanal gelegt. Ja, und hat sie dann da vergessen. Oder so. Schatz, was hat denn da noch drin? Hallo, Peace Silas. Heißt das so? Ich hoffe es. Nein, noch nicht. Was ist? Spendencounter over 9000. Ja. So. Es wird Zeit, dass du mal wieder spielst. Ja, können wir tun. Ah, der Geburtskanal. Great Memories. So war das nicht gedacht. Ja. Geht noch durch. Also, er hat die Mega-Vega da oben. Sonst ist, glaube ich, nichts da. Yay, mega weniger allein. Der heutige Stream hat übrigens auch schon ein festes Ende. Ja, habe ich eben gesagt. Ach so, Entschuldigung. Um 11 ist Schluss heute leider. Sonst ja nicht, ne? Sonst machen wir immer Open End, aber heute muss leider. Ich bin froh, wenn ich den morgigen Tag irgendwie überlebe. Da muss ich nicht auch noch übermüdet sein.
Oh nee. Die, ich hab's wieder getan. Was? Ich bin wieder runtergeklettert, ohne irgendwas zu tun. Ach ja, stimmt, es gibt diesen Hebel, musst du noch umlegen. Dieses Pixel genau davor stehen müssen, war halt in den vorherigen Teilen auch nicht so. Nee. Menoline. War das jetzt, hat das jetzt gereicht, oder? Ja, genau. Jetzt ist, jetzt musst du praktisch diese ganz, ganz lange Leiter hoch. Aber was habe ich denn jetzt gekonnt? Du hast jetzt den Kran verschoben, sodass sie aus irgendeinem Grund reingehen kann, weil vorher konnte sie es nicht. Ach so. Jetzt ist zwar immer noch die Tür zu, aber es kommt eine Cutscene, wo sie dann einfach plötzlich drin sitzt. Und die Tür ist dann aber weiterhin zu. Eot, das war nicht wirklich ihre Wahl, am Samstag den Termin zu haben. Es ist nämlich ein großes Ereignis und... Ja, das ist halt eine Stadtfest sozusagen, also Urban Gaming heißt das. Und da bin ich halt als Kinderbetreuer dabei. Also das, was ich hier auch schon mache. Nein, Quatsch. Nee, nicht freitags, nur sonst dann in den restlichen Streamtagen. Und da konnte ich leider, da habe ich halt vor Monaten zugesagt, dass ich da helfe und... Pro. In diesem Action-Adventure ist die Steuerung das Abenteuer. Wenn man das so episch sagt, ist es das perfekte Kaufsargument. Fast 4 Jahrzehnte waren Archäologen auf der Suche nach der Springentaste. Kann man das eigentlich abbrechen? Ja. Boy! Das ist cool, meine ich. Was auch immer das jetzt war. Boah, die Luft hier ist so stark. So, jetzt ist die große Preisfrage, wie kommen wir wieder runter? Da ist die Leiter. Ach, du musst wahrscheinlich über diesen Steg da rein. Das habe ich letztes Mal nicht gehofft. Was machst du? Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich da durchglitsche. Ah, okay. Ja, das habe ich letztes Mal übersehen. Ich weiß auch nicht, warum. Was hat dich da wieder geritten? Pass auf, du musst an die Leiter dran springen oder halt von der Seite rangehen. Ja. Ich bin eben einmal gestorben, weil ich das nicht tat. Ich hab die Idee. Ihr streamt die Geburt eures ersten Kindes. Was? Was? Ich glaube, nein. Ich hoffe, du meinst, nein, das ist auch nicht viel besser. Ich wollte gerade sagen, Klo-Cam, aber... So. Ja. Da lag noch Munition, die ich übersehen habe. Das ist eine Taschenlampe. Ach, nee. Wo ist Munition? Sie funkelt. Direkt vor Funkel, dir. Funkel, Funkel! Furunkel! Furunkel! Da lag noch irgendwas. Ciao, Fabian. Tschüss! Ciao! Ich hab noch mehr Munition übersehen. Yay. Hat schon mal wer gemacht. Der hat auf Facebook die Geburt seines Kindes gestreamt. Auf Facebook kann man streamen. Facebook. Ich glaube, man kann auf Facebook sogar Videos hochladen, oder? Ja, das ja, aber dass man streamen kann, wusste ich nicht. Hm. Lara? Ach, du musst Feststelltaste gedrückt halten, damit sie aus dem Behindertenmodus rauskommt. Nein, ich weiß nicht. Das war ein Witz gerade. Nee, jetzt mal ernsthaft, wie... Sie ignoriert die Leiter. Sie tut so, als wäre die Leiter... Oh, solche da. Bugs, ne? Geh mal ein bisschen weg davon. Und guck halt, dass du mittig auf die Leiter gehst. Wie mittig? Also du meinst... Du warst eben so leicht links versetzt und so leicht rechts versetzt. Jetzt macht sie irgendwas. Ja, genau okay, so. Okay. Das ist echt... Man kann auf Facebook streamen. Ja, Technik-Matter wieder.
Ingolstadt. So. Kennt einer Ingolf Lück? Der hat an meiner Uni studiert. Kennt bestimmt keiner mehr. Ingolf Lack kenne ich nur. Der ist doch ein LOL-Streamer. Was müssen wir jetzt... Ich weiß immer noch nicht. Was diese Tür. Diese Tür. Warum? Genau. Was hat das damit zu tun? Die Schussanlagen haben wir gerade entfernt und nur deshalb konnten wir sicher... Ach so, deswegen konnten wir auf den Boden sozusagen. Ja. Okay, wir haben einen Safe verbraucht. Sollen wir noch einen verbrauchen? Ja. Ja, ne? Ist mir zu nervig, die Stelle oben. Und ich sehe da doch schon wieder was brennen. Ach nee, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ich nämlich auch so irgendwie. Hey, this is Elvis. Boah. Da nicht. Pixel Perfect Lightering. Das hört sich an wie so ein neues Feature für die neue Grafikkartengeneration. Da kannst du tatsächlich durch. Oder? Halt durch auf den Boden kriechen. Da so? Ja. Also, wo sie sich dann... Wobei, das sollte schon klappen. Warum? Warum? Da war kein Strahl! Ja, es tut mir leid. Wir haben gespeichert. Ja, Gott sei Dank. Und wir müssen Streifen würfeln. Streifen? Zwoll. Zwoll. Zungenbrecherlein. Zungenbrecher. Tot! Ja, richtig, Jenny. Wir sind würfellos. Nein, wir sind nicht würfellos. Wir haben nur das Problem. Ich habe Würfel, aber ihr könnt ja dann nicht sehen, was ich würfle. Die Nummer 6. Die Nummer 6. In einem Schokoladenladen laden Ladenmädchen Schokoladen aus. Ladenmädchen laden Schokolade in einem Schokoladenladen aus. In einem Schokoladenladen laden Ladenmädchen Schokolade aus. Ladenmädchen laden Schokolade in einem Schokoladenladen aus. In einem Schokoladenladen laden Ladenmädchen Schokolade aus. Ladenmädchen laden Schokolade in einem Schokoladenladen aus. So, war schön, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dann wohl Warum wieder steht sagen, da nicht Schokoladenmädchen? Ach, da steht sogar Schokoladenmädchen. Ja. Das ist voll rassistisch. Schokoladenmädchen. Och nee, Schokoladenmädchen laden Schokolade aus. Och nee. Oh. Sehr schwierige Zungenbrecher. Ist das dein Ernst? Nein. Alles ja, ruhig, mach schon. Sächsische Zungenbrecher. Oh, das will ich gleich mal machen. Plattdeutsche Zungenbrecher, bayerische Zungenbrecher. Was? Ich weiß nicht, ich lehre das und find's lustig. Oh ja, Z ist gut. Der Zweck hat den Zweck zu bezwecken. Wenn der Zweck den Zweck nicht bezweckt, hat der Zweck keinen Zweck. Der Zweck hat den Zweck zu bezwecken. Wenn der Zweck den Zweck nicht bezweckt, hat der Zweck keinen Zweck. Das war falsch, da steht sein. Nein, ist okay. Ach so, ich kenne das nicht so. Der Zweck hat den Zweck zu bezwecken. Wenn der Zweck seinen Zweck nicht bezweckt, hat der Zweck keinen Zweck. Hallo, dass du hast den einen Zungenbrecher erwischt, der den Zweck ich seit Jahren Zweck. Kenne. Ja, was weiß ich denn, was du für Zungenbrecher kennst? Tja, noob. Noob. Tja, noob, Arak. Also ich bin aus München. Ich bin Medi. Irgendwas, achso. Ich dachte schon, du zerdrückst das Glas. Bin insgeheim Kollege. Kollege. Was ist das eigentlich immer für ein Sound da im Hintergrund? Sound im Hintergrund. Okay, da so ein, das ist falsch. Ja. Also, glaube ich, dann das ist da links. Da, genau, da war doch irgendein Quatsch jetzt. Wir müssen doch jetzt hier irgendwie rüber. Ne? Hundi! Da kann ich raufklettern. Cool. Türkiye. So, da kann sie raufklettern. Das Problem ist jetzt aber, ich glaube, da war irgendwie, war das nicht, ging das denn? Oder? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, Kind. Nee, Lara, was machst du denn? So. Ihr solltet doch mal versuchen, durch die Laser zu laufen. Also, da, die Stange.
Über dir ist eine Stange. Ach, da, so war das, genau. Danke, danke. Ich glaube, du hast uns gerade jede Menge Leid erspart. Mhm. Yay. Oder auch nicht. Du musst ganz nach vorne auf der Kiste. Ja, es geht nicht weiter. Es ging halt nicht weiter nach vorne. Es wäre sowieso Instant Death gewesen. Ah nee, man hätte seine Beine anziehen können. Wahrscheinlich hättest du nach vorne springen müssen. Eine oder sechs. So. Wahnsinn. Eine 6! Eine 6! Geil! Er wollte Glück. Der Würfel ist doch geschickt. Geschickt? Wieso geschickt? Der Würfel ist doch geschinkt. Ach, geschinkt. Geschinkt. Ja, das könnte sein. Schinkenwürfel halt. Du benutzt doch hier einen geschinkten Würfel. Wieso kann man diese Truhe eigentlich verschieben? Das ist doch bestimmt irgendwie so ein Rätsel. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Also, was sollte das für einen Sinn machen? Ich hatte halt gedacht, man müsste irgendwie die Kiste oben verschieben, dass man näher rankommt an die Stange. Seitwärtssalto. Na, das wird, glaube ich, nichts. Nein. Oder? Man kann ja keine Kisten stapeln, also. Oh, Dämon Herr Tod, der war ziemlich daneben. Man kann die schieben, das hat doch nur einen Grund. Aha, aber auch irgendwie nur ein kleines Stück. Ja, aber jetzt kannst du dahinter und von da aus schieben. Okay. Nein. Nur die nach vorne Taste. Ah ja, stimmt, danke. Gib mir deine überschüssigen Rohstoffe. Lady Macbeth! Einfach, yeah, weil ihr die Besten seid. Dankeschön. Yeah. Dankeschön, Lady Macbeth. Du bist auch die Beste. Die Beste. Die Beste. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Die Beste mit Weste. Einfach wieder komplett runter und dann von unten nochmal. Wie, hä? Da drauf. Ja, aber dann komme ich ja trotzdem nicht da drauf. Doch. Geh nochmal von den Kisten runter. Ich verstehe halt diese Steuerung nicht, wie ich jetzt hier runterkomme ohne. Shadowman, wir Wäscherinnen waschen weiße Wäsche mit warmem Waschwasser. Mit warmem Waschwasser waschen Wäscherinnen weiße Wäsche. Mit Wannenwaschwasser habe ich leider gelesen, weil der Text so klein war. Das zählt nicht als Wie Fehler. Zur Hölle kannst du das eigentlich so gut? Weiß nicht, das hier kann ich nicht. Nicht gegen den Zaun, der ist... Von da meinst du? Aber da kann ich nicht, da war ich ja eben. Nicht da, runter da. Okay. Stell es dir räumlich vor, jetzt ist doch hier an der Seite da diese Lücke entstanden. Achso, ich dachte, das wäre zu hoch. Was? Das geht nicht. Alter. Es geht nicht. Oh, weißt du, was gehen könnte? Schieb die Kiste ran. Ja. Schieb die Kiste ran und von da aus dann aus dem Stand. Schieb die Kiste ran. Tales Gaming asking the right questions. Mrs. Bra habe ich eben gesehen. Hallo. Eot mal wieder frech. Ach. Dieser Mann, ne? Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Kannst du die untere Kiste bis an die Wand schieben? Nee, die, auf der du stehst. An die Wand. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie rumtricksen, dass du hinter diese Kiste kommst. Genau. Und jetzt könnte es halt gehen, dass du... Aber dann springe ich da dran und bin tot. Du musst die Schleichentaste gedrückt halten. Oder was, die Gehentaste? Halt, das ist nicht Schleichen. Ach so. Die Taste gedrückt halten, mit der wir den kurzen Sprung machen. Ich weiß jetzt leider nicht... Das ist die Shift-Taste. Okay. Der ist zu kurz. Okay.
Mhm. Menno! Mama, der ist böse zu mir. Pururut 7. Hallo. Pururut. Hallo. Pururut, meine ich. Pururut. Menno. Nee, irgendwie weiß nicht. Mach du mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde das alles doof. Ich auch. Ich auch. Denkst du, ich sitze hier und feiere das? Du hast doch deinen Controller. Ja, stimmt. Ich hab ja... Zuerst die Kiste am Gitter nach vorne schieben. Die Kiste am Gitter. Welche? Vielleicht von der anderen Seite. Nee, aber das geht ja irgendwie auch. Also da müsste man dahin, dahinter und dann und die Kiste. Dann wird ziehen. Sie gebrutzelt, das mache ich nicht. Ja, wahrscheinlich wird sie dann gebrutzelt. Ist auch sowieso ein Troll. Ich kenne euch. Man muss erst irgendwie stärker werden mit den Kisten und dann muss man das Gas abdrehen. Oh nein, Mrs. Bra könnte unkontrolliert mit Geld herumwerfen. Geht in Deckung, holt euren Regenschirm. Das hat sie gesagt, nicht ich. Ach so. Ja, das glaube ich dir nicht. What the fuck? Ist es diese Kiste? Ein Hechtsprung könnte ihr helfen. Nein. Nee, das ist halt leider, ich glaube halt, das ist wieder mal sowas, wo das man erst nicht stärker werden muss. Nicht erlaubt, ich. Da ist eine Schleifspur. Ich bin noch nicht stark genug. Ich hasse dich, Lara, ich hasse dich. Nee, wir können halt nicht einfach rüberspringen, weil der Zaun ist unter Strommes. Strommes mit Ketchup, verstehst du? Man kann die Kiste unter der Kiste ganz oben verschieben. Ja, kann man. Oh, kann man das? Wieso haben wir das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Schiebe eine der außenstehenden Kisten an die Tür am Gitter. Ja, ziehen. Ja, wir wollen halt nicht zu nah an diesen, an das Ding dran, ne? An das unter Strom stehende Gedöns. Ach, da ist noch. Warte mal. Aber man kann die ja nicht aufeinander stellen. Ja, aber wir haben zwei. Also welche ist denn die verschiebbare? Diese. Ja, die kann man verschieben, genau.